ist Bilal Camara aus Sierra Leone. Auch er reiste durch Mali Richtung Europa. Doch dann kam alles ganz anders. Gao im Norden Malis ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für Migranten, die nach Europa wollen. Viele machen ihr Geschäft mit den Flüchtlingen, so wie Yeya und Issa. Beide arbeiten als Schlepper für Migranten. Gerade sind zwei junge Männer aus dem Süden Malis angekommen. Die Schlepper warnen die beiden vor Betrügern. Das sei alles eine Mafia, erklären sie. Manche wollten sie unterwegs ausrauben. Manchen würden sie auch die Kehle durchschneiden. Aber was sollen wir denn machen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu Gott zu beten, dass alles gut geht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die uns abzocken und betrügen wollen. Die beiden Neuankömmlinge zögern sich, Yeya und Issa anzuvertrauen. Sie wollen sich erst einmal alleine in Gao umschauen. Die Schlepper bringen Flüchtlinge in ein sogenanntes Ghetto, einen Raum in einem Lehmbau. Hier kommen sie unter, bis sie das Geld für die Weiterreise zusammen haben. Hier begegnen wir Bilal aus Sierra Leone zum ersten Mal. Bevor wir mit ihm sprechen können, kommen die Ghetto-Bosse und bringen alle weg. Ihr wollt unser Geschäft kaputt machen, schimpfen sie und verbieten uns zu drehen. Einblicke in die mafiösen Strukturen gibt uns Yeya. Er hat schon tausende Flüchtlinge in Gao kommen und gehen sehen. Jeder kriegt Essen und einen 5-Liter-Kanister Wasser für die Fahrt durch die Wüste. Wer Geld hat, kann 20 Liter haben. Und wer verdient daran? Das, was die Leute zahlen, wird durch drei geteilt. Der Besitzer des Wüstentrucks bekommt was, der Ghetto-Boss und die Polizei. Am Abend ruft uns Yeya an. Einer der jungen Männer aus dem Ghetto möchte sich mit uns treffen. Heimlich. Wir lassen ihn zu unserem Hotel bringen. Es ist Bilal aus Sierra Leone. Sie haben gesagt, wenn ich mit euch rede, dann schmeißen sie mich raus, erzählt er. Und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Schon lange hat der 22-Jährige von Europa geträumt. In seiner Heimat Sierra Leone sieht er keine Chance für sich. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Ebola-Krise hat es nicht besser gemacht. Bilal hat 7 Schwestern, er ist der einzige Sohn. Ich würde meiner Mutter so gerne ein besseres Leben ermöglichen. Ich habe meinen Vater nie gekannt. Sie war immer da für mich. Sie ist arbeitslos, aber sie hat mich durch die Schule gebracht und durch das erste Jahr in der Uni, bis das Geld einfach nicht mehr reichte. Ich habe das Gefühl, ihr etwas zurückgeben zu wollen. Und warum ausgerechnet Europa? Alle meine Freunde in Sierra Leone stellen sich Europa als Paradies vor. Als einen Ort, wo alles leicht ist. Wir träumen, dass in Europa alles besser wäre, dass man anständiges Essen bekommt, schöne Kleider trägt, große Autos fährt. Und wenn jemand sagt, dass es gar nicht so leicht ist? Dann würde ich das nicht glauben. Afrika ist schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leiden in Afrika mit dem Leiden in Europa vergleichbar ist. Europa kann nicht schwerer sein als Afrika. Und deshalb wagen viele die gefährliche Reise. Einige, die es geschafft haben, werden abgeschoben, andere sterben. Der Vorsitzende des Vereins der Abgeschobenen in Malis Hauptstadt Bamako ist wütend. Afrika solle sich endlich wehren. Keiner dürfe mehr sterben auf der Suche nach einem besseren Leben. Samakun Dombele ist oft zu Besuch beim Verein der Abgeschobenen. Es ist eine erste Anlaufstelle für alle, die aus Europa ausgewiesen werden. Auch Samakuns Traum von Europa ist zu Ende. Zweimal wurde er aus Spanien zurückgeschickt, einmal aus Libyen. Jetzt wohnt er bei seiner Tante in der Hauptstadt Malis. In sein Dorf will er nicht zurück.
denn dort gibt es keine Arbeit. Es war sehr schmerzhaft für mich zu gehen und jedes Mal erfolglos zurückkommen zu müssen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit, die ich durch dieses ganze Abenteuer verloren habe, wieder zurückbekommen. Wochenlang Wüste, zwischendurch Gefängnis, Hunger, Durst. Schlimm war für Samarkund vor allem das Gefühl, versagt zu haben, eine Schande für die Familie zu sein. Mir tut es nur leid für ihn, dass er so gelitten hat unterwegs und das alles für nichts. Dass er es in Europa geschafft hätte und dann mit viel Geld zurückgekommen wäre, das hätte ich ihm gewünscht. Seit ein paar Tagen hat Samarkund endlich Arbeit. Er macht Botengänge für ein Büro in Bamako. Kein Traumjob, aber immer noch besser als der Albtraum Hoffnungslosigkeit. Zurück in Gao. Wir treffen Bilal wieder. Bei ihm gibt es eine überraschende Wendung. Er will nicht mehr nach Europa, sondern nach Hause. 2 Monate zuvor war er schon mal in Gao, damals auf dem Weg nach Italien. Aber auf der Fahrt durch die Wüste ist er von Kriminellen verprügelt worden. In Libyen hat er 500 Euro für einen Platz auf einem Flüchtlingsboot bezahlt. Der Schlepper verschwand mit dem Geld. Bilal war verzweifelt. Dann kamen die Nachrichten von den vielen Toten auf dem Meer. Bilal hatte genug und kehrte um. Ich habe viel Geld verloren. Ich hatte oft kaum was zu essen. Es war die Hölle. Ich habe vieles zu Hause vermisst. Alles war schwierig. Was hat er am meisten vermisst? Meine Mutter. Mit ihr jeden Abend zusammen zu essen. Bilal fährt jetzt nach Hause, nach Sierra Leone, in eine ungewisse Zukunft. Geld, um weiter zu studieren, hat er nicht. In Europa, so sagt er, könne es doch gar nicht so schwer sein wie in Afrika. Hier sei vieles einfach unmöglich. Dass wir ihn in Sierra Leone wiedersehen werden, ahnen zu diesem Zeitpunkt weder er noch wir. Nigeria. Seit Jahren terrorisiert hier die radikal-islamische Boko Haram-Miliz die Bevölkerung, vor allem im Nordosten des Landes. Mehr als 1 Million Menschen sind vor deren Gewalt bereits geflohen, die meisten von ihnen innerhalb Nigerias. Wir sind in Yola. Die Stadt ist übervoll mit Vertriebenen. Mit Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben. Menschen, die außer einer dürftigen Lebensmittelration vom Staat nichts mehr haben. So wie Fidelia Joseph. Doch selbst dieses bisschen, sagt sie, kann man teilen. Fidelia hat den kleinen Clemens aufgenommen. Zusammen mit ihren eigenen 6 Kindern leben sie im Badezimmer einer ehemaligen Militärakademie. Clemens ist 10 Jahre alt. Vor 2 Monaten haben Boko Haram-Kämpfer sein Dorf angegriffen, seine Eltern und die Großmutter getötet. Er hat sich im Wald versteckt, 4 Wochen lang. Keiner weiß genau, wie er dort überlebt hat. Er redet nicht drüber. Das, was sie alle hier durchgemacht haben, sagt Fidelia, diesen Albtraum könne man gar nicht in Worte fassen. Es war schrecklich. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Sie haben meinen Mann vor meinen Augen umgebracht. Anderen haben sie die Söhne und Töchter entführt. Jetzt helfen wir einander, sagt Fidelia, weil uns sonst keiner hilft. Ich sage mir, was, wenn deine Kinder an seiner Stelle wären? Und ich glaube daran, dass man das, was man gibt, irgendwann zurückbekommt. So wie Clemens sind 128 Kinder ohne Eltern hier gestrandet. Über 100.000 Flüchtlinge allein in Yola. Doch anders als bei den meisten Krisen, keine einzige internationale Hilfsorganisation, niemand. Vom nigerianischen Staat selbst kommt wenig. Viele Kinder hier zeigen Zeichen von Mangelernährung. Auch Clemens klagt ständig über Bauchschmerzen, sagt Fidelia. Der einzige Arzt kann wenig ausrichten, keine Instrumente, kaum Medikamente. Dr. Wehe hat vor 3 Jahren sein Medizinstudium in Australien beendet.
Er ist zurückgekommen, arbeitet jetzt freiwillig hier, ohne Bezahlung. Das sind meine Leute. Der Westen braucht nicht noch mehr Ärzte, aber Nigeria schon. Ich bin hier der einzige Arzt. Ich habe auch während der Sturmkatastrophe auf den Philippinen ausgeholfen. Die internationale Hilfe dort war enorm. Ich wünschte, ich könnte sagen, warum das hier anders ist. Vielleicht sind wir global nicht relevant genug. Nicht relevant genug? Dabei sind zurzeit etwa 1 Million Menschen aus dem Norden Nigerias auf der Flucht. Wir wollen uns ansehen, wovor sie geflohen sind. Hinter dieser Brücke beginnt unsicheres Terrain. 100 Kilometer von hier entfernt hat Boko Haram gewütet. Die Armee konnte einige Dörfer zurückerobern. Dort wollen wir hin. Zu unserem Schutz begleiten uns 2 bewaffnete Polizisten, ein Mann von der lokalen Bürgerwehr und unser eigener Sicherheitsexperte. Unterwegs überall Straßensperren. Und die ersten Anzeichen der Zerstörung. Je weiter wir in Richtung Norden fahren, umso schlimmer wird es. Häuser, Kirchen, Märkte, verbrannt, verwüstet. So wie in der Kleinstadt Hong. Seit etwa 3 Wochen sind viele der Bewohner wieder hierher zurückgekehrt, versuchen so etwas wie Alltag inmitten der Trümmer. Doch überall herrscht Angst. Auf dem Markt will keiner offen mit uns reden. Der Name Boko Haram wird hier nicht ausgesprochen. Ohne unsere Kamera erfahren wir, die Milizen von Boko Haram haben brutal gemordet, die Leichen einfach auf den Straßen liegen gelassen. Davon, dass sie einen islamischen Staat mit echten Strukturen aufbauen wollten, keine Spur, nur blinde Zerstörungswut. Polizei und Militär hätten die Menschen nicht beschützt, traut sich Benhem Mekscha uns zu erzählen, ein Bewohner, der alles miterlebt hat. Die Angreifer haben uns in der Nacht überrascht und sofort angefangen zu schießen, 4 Tage lang. Unsere Sicherheitskräfte sind davongerannt und wir hatten nicht so starke Waffen wie die. Keiner hätte das Wüten der Boko Haram aufgehalten. Keiner außer ihnen. Die lokale Bürgerwehr. Ein Zusammenschluss aus Alten und Arbeitslosen, die neuen Helden im Norden Nigerias. Mit ihren abenteuerlich zusammengebastelten Waffen haben sie den Kampf aufgenommen, bis die Armee dann doch zu Hilfe kam. Ihnen vertrauen die Menschen. Der Armee und dem Regierungsapparat nicht. Wenn man sich anschaut, in welchem Reichtum die Politiker leben, während nur ein paar Kilometer weiter Terror und Leid herrscht, wundert das nicht. Bei einem Tässchen Tee erklärt uns der Gouverneur, dass seine Regierung einfach nicht mehr für die Gewaltopfer leisten könne. Bei der Frage, was und wie viel genau das sei, gerät er ins Stocken. Ich muss mal prüfen, wie viele Lebensmittel wir den Flüchtlingen gegeben haben. Aber wissen Sie, ich muss auch kein Monopol auf Hilfeleistungen haben. Es sollen gerne auch andere kommen. Ich rufe alle unsere Freunde dazu auf, zu spenden. To donate. Es ist wohl dieses Gefälle zwischen Arm und Reich, warum Boko Haram hier im Norden manchen als Alternative erschien. Clemens, der Junge aus dem Flüchtlingscamp, der seine gesamte Familie verloren hat, weiß jedenfalls genau, was er von der Regierung erwartet. Sie sollten den Menschen genug zu essen geben und neue Kleidung. Und sie sollten wieder Frieden hierher bringen. Das Volk beschützen und versorgen sollte sie also, die Regierung Nigerias. Zu viel verlangt ist das eigentlich nicht. Ghana ist ein friedliches Land. Kein Krieg, kein Terror, dennoch flüchten Menschen vor dem Klimawandel. Um 6 Uhr morgens hat Memuna Muniro ihren ersten Auftrag als Kayayo, als Lastenträgerin. Alleine kann sie das Gewicht gar nicht stemmen. Eine Schüssel voller Yamswurzeln wiegt 30, 40 Kilo. Yams sind ein Grundnahrungsmittel in Ghana. Die Laster kommen täglich aus dem Norden in der Hauptstadt an. So wie auch die Menschen, die hier schuften. Memuna ist mit ihrer kleinen Tochter vor 1 Jahr nach Accra gekommen. Der Mann und die 2 älteren Kinder sind im Dorf geblieben.
Mein Mann konnte uns mit den Erträgen vom Feld nicht mehr versorgen und ich habe zu Hause keine Arbeit gefunden. Deshalb mache ich diesen Job. Ich arbeite hier so hart, weil unser Leben im Norden so schwierig ist. Der Weg ist weit. Es ist schon am frühen Morgen heiß wie in der Sauna. Endlich angekommen, erhält Memuna 3 Sidis, umgerechnet 75 Cent. Ihr Kopf und der Nacken schmerzen jetzt schon. Der Tag ist lang. Stunde um Stunde schleppt Memuna Yams. Am Stand eines Händlers darf sie sich immer mal wieder ausruhen. Dafür muss sie dort am Abend alles sauber fegen. Memuna wohnt, wie die meisten, die auf dem Markt arbeiten, im Slum gleich nebenan. Die Hälfte ihres Verdienstes geht ab für Essen, Wasser, Miete und Arztbesuche. Ständig hat sie Schmerzen von der Arbeit und die kleine Suleya ist oft krank. Sparen kann Memuna kaum etwas, das hatte sie anders geplant. Ist ihr schon mal in den Sinn gekommen, all das hinter sich zu lassen, nach Europa zu flüchten? Nach Europa zu gehen, kommt für mich nicht in Frage. Aber einmal im Leben möchte ich gerne nach Mekka. Doch am allerliebsten möchte Memuna wieder nach Hause. Ihre Familie lebt eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt im Norden Ghanas. Erst nach einem halben Jahr kommt Memuna wieder zu Besuch. Nur ihr Sohn ist da, als sie abends ankommt. Den Hof so zu sehen, macht mich traurig. Wenn ich hier wäre, würde jetzt schon ein Feuer brennen. Ich hätte sauber gemacht und am Rauch über der Feuerstelle würden die Leute sehen, dass hier eine Frau im Haus ist. Eine überschwängliche Begrüßung nach unseren Vorstellungen sieht anders aus. Die Kinder knien zum Zeichen des Respekts vor der Mutter nieder. Die Yams, die Memunas Mann erntet, sind nicht einmal halb so groß wie die, die seine Frau für andere Leute schleppt. Und bei Sojabohnen, Mais und Erdnüssen sieht es noch schlimmer aus. Das Grün trügt, es ist Unkraut. Alle anderen Pflanzen sind in diesem Jahr vertrocknet, weil der Regen zu spät kam. Seit etwa 10 Jahren geht das so. Als ich ein Kind war, konnten wir uns auf die Regenzeiten verlassen und der Boden war fruchtbar. Die Ernten waren immer gut, aber jetzt muss ich so viel Geld in die Farm stecken und düngen. Aber selbst dann, auf den Regen ist kein Verlass. Zurück im Dorf ist der Klimawandel das alles beherrschende Thema. Jeder hier leidet darunter. Bald muss auch Memuna deshalb zurück in den Süden, nach Accra, Geld verdienen als Lastenträgerin. Wenn ich daran denke, wie schwer ich dort arbeite und was am Ende übrig bleibt, dann lohnt es sich eigentlich nicht. Ich leide mehr, als ich verdiene. Am liebsten würde Memuna einfach bei ihrer Familie bleiben, wenn es nur nicht so hoffnungslos wäre. Kenia in Ostafrika ist ein Land, das Hunderttausende Flüchtlinge aus Nachbarländern beherbergt. Die Kenianer selbst sind meist heimatverbunden, auch wenn sie nicht viel haben. Kangemi ist eines dieser typischen Armenviertel in Kenias Hauptstadt Nairobi. Wellblechhütten, keine Kanalisation. Wer keinen Job hat, zum Beispiel bei Leuten in einem wohlhabenden Viertel, versucht trotzdem, sich über Wasser zu halten, so gut es eben geht. Sitzen Sie hier auf gepackten Koffern? Was denken Sie hier über Europa? Skola muss täglich Wasserkanister schleppen, wie alle in Kangemi. Fließendes Wasser in den Häusern gibt es nicht. Skola arbeitet für eine Familie im reichen Viertel. Heute hat sie frei. 6 Kinder hat sie. Die Kleine ist ihre Enkelin. Skola träumt nicht von Europa. Sie träumt von einem ruhigen Leben mit ihrem Mann.
Ich wünsche mir, in meine Heimat in Westkenia zurückzugehen, wenn ich genug Geld gespart habe, erzählt sie mir. Dann möchte ich ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen. Aber meine Schwester, die arbeitet in Holland. Das große Los. Die holländische Familie, für die die Schwester in Nairobi gearbeitet hat, hat sie nach Europa mitgenommen. Die meisten Menschen hier in Kangemi brauchen übrigens gar nicht nach Europa, um Flüchtling zu sein. Sie sind es schon, aber in ihrem eigenen Land. Sie sind vor der Arbeitslosigkeit in ihren Dörfern in die Großstadt Nairobi geflohen. Die Frauen in roten T-Shirts sind Lehrlinge in einer Friseurschule. Träumen die jungen Frauen von Europa? Sind sie vielleicht sogar neidisch auf das Leben mit dem Komfort, der hier für viele undenkbar ist? Nein, wir können nicht neidisch sein, erklärt Gentrix, denn nur Gott allein weiß, warum wir hier leben und die dort. Aber wir haben einen Traum, wirft Nancy ein. Eines Tages möchten wir auch in einem schönen Haus wohnen. Nach Europa, sagen alle drei noch, würden sie schon mal gerne, zu Besuch. Aber das sei viel zu teuer. An den Imbissständen in Kangemi gibt es reichlich Auswahl. Auch bei Cornelius Ochaga. Er kocht Suppe. Dafür holt er jeden Tag Tierabfälle aus dem Schlachthof, die kenianische Art von Resteverwertung. Seinen festen Job als Koch hat er vor ein paar Jahren verloren. Sowas wie Hartz IV gibt es in Kenia nicht. Cornelius musste sich also selbst helfen. Eine Flucht weg von hier nach Europa war für ihn keine Option. Ich finde aber nichts Falsches dran, wenn junge Afrikaner nach Europa wollen. Die wollen halt dahin, wo das Gras grüner ist. Hier in Kenia haben wir viele Arbeitslose. 20 kenianische Schillinge kostet so eine Suppe, umgerechnet 20 Eurocent. Für viele hier in Kangemi immer noch zu teuer. Also kochen sie selbst, so wie der Student Saidi, der sich mittags sein Sukuma Wiki holt, eine kenianische Spinatvariante. Wie hält er es mit Europa? Es gibt hier, meint er, eine Menge Vorurteile gegenüber den Europäern. Viele Leute hier finden Europäer barsch und abweisend. Aber das stimmt ja nicht. Ihr seid ja auch nett. Naja, und jeder lebt eben nach seinen Möglichkeiten. Es ist nur halt so, dass viele Menschen in Nairobi ein drittklassiges Leben führen. Und die trotzdem nicht nach Europa wollen. Kangemi ist ein ganz normales Armenviertel in einer afrikanischen Großstadt. Mit Menschen, die versuchen, ihren Alltag zu meistern. Die ihre Träume haben. Von einem Häuschen in ihrer Heimat Kenia. Und die lieber bleiben, als sich auf die riskante Reise nach Europa zu machen. Kenia selbst ist Zufluchtsort für Hunderttausende Flüchtlinge aus Afrika. Die meisten von ihnen leben im Flüchtlingscamp Dadaab an der somalischen Grenze. Mitten im kenianischen Niemandsland liegt es, Dadaab, einer der größten Flüchtlingslager der Welt. Etwa 350.000 Menschen leben hier. Die meisten von ihnen sind Somalier. So wie Mohammed Hussein. Vor 5 Jahren ist er wegen des Bürgerkriegs und der Hungersnot in Somalia hierher geflohen. 2 seiner Kinder haben damals den langen Fußmarsch nicht überlebt. Jetzt hausen sie in dieser Hütte, eher ohne Arbeit und angewiesen auf dürftige Essensrationen. Es ist sehr schwer, Jahr um Jahr hier zu sitzen und abhängig davon zu sein, dass Fremde dir helfen. Aber in unserem Heimatland herrscht Krieg, wir haben keine Wahl. Doch auch hier in Dadaab seien sie nicht sicher. Terroristen der Al-Shabaab-Miliz würden sich hier verstecken. Die kenianische Regierung droht deshalb damit, das Camp zu schließen und die Menschen zurück nach Somalia abzuschieben. Seit 24 Jahren gibt es das Camp schon. In vielen Ecken sieht es mehr wie eine somalische Stadt aus und nicht wie ein Flüchtlingslager. Auf dem Markt beispielsweise, von Kosmetik bis Elektronik, gehandelt wird mit allem. Einige Flüchtlinge leben ganz gut davon. Abdullahi Salah hat hier einen Schreibwarenladen. Der 20-Jährige ist in Dadaab geboren, hat das Camp noch nie verlassen. Zurück nach Somalia, das sei einfach keine Option.
Wenn die kenianische Regierung uns von hier hinauswirft, dann werden sich bestimmt einige auf den Weg nach Europa machen, mit den Booten und vielleicht im Meer ertrinken. Hier in Dadaab würden sie wenigstens überleben, könnten ihre Kinder zur Schule gehen. Wir können nicht in unser Land zurück. Ohne Frieden gibt es kein Leben, keine Wirtschaft. Wir können dort nicht existieren. Doch seit kurzem gibt es sie tatsächlich, Familien, die es wagen, zurück in die Heimat nach Somalia, in ein Bürgerkriegsland, so wie Familie Adan. 8 Jahre haben sie hier gelebt, 8 Jahre müssen jetzt in 2 Koffer passen. Ich freue mich sehr, zurückzukehren. Manche unserer Nachbarn machen sich Sorgen um uns, weil der Konflikt in Somalia noch nicht vorbei ist. Aber wir freuen uns. Alles, was nicht reinpasst, wird verkauft oder verschenkt. So wie das Bett, ein echtes Luxusgut im Camp. Der älteste Sohn macht sich schon mal schick mit verdünnter Schuhcreme. Fatuma Adan kocht das letzte Abendessen. Zum Abschied gibt es Reis und Gemüse. Normalerweise, erzählt sie, bekommen sie von den Vereinten Nationen etwas Linsen und Mehl und einen Sack Mais pro Monat zugeteilt. Immer das Gleiche, Monat für Monat. Seit Jahren entscheiden andere, was wir essen und wie viel. Dabei essen wir Somalis gar kein Mais, wir essen Reis. Ich weiß nicht, warum die Vereinten Nationen das nicht begreifen. Wer kann, verkauft seinen Mais und finanziert sich so sein eigenes Essen. Und etwas Würde. So können, so wollen sie nicht mehr weitermachen. Ihre Kinder sollen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben bekommen. Und das sei in Dadaab nicht möglich. Kein Flüchtling dürfe das Camp je verlassen und an einem anderen Ort in Kenia leben. Die Vereinten Nationen schaffen Anreize für sogenannte freiwillige Rückkehrer. $660 gibt es für die Familie und ein Notfallpaket mit Powerriegeln und Damenbinden. Viel ist es nicht, aber es ist ein Anfang, um ein kleines Geschäft aufzuziehen und neu anzufangen. Dann ist es soweit. Vor 8 Jahren waren sie vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflohen. Jetzt kehren sie zurück. Was werden sie wohl vorfinden? Es kann nur besser werden, sagt Mohammed Adan. Besser als das Dasein als Flüchtling, als Bettler, als der ewig Fremde. Ein paar Tage später reisen wir Familie Adan hinterher nach Mogadischu, Somalias Hauptstadt. Truppen der Afrikanischen Union patrouillieren überall. Sie haben vor 4 Jahren Mogadischu befreit von der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz. Aber weite Teile des restlichen Landes werden noch immer von Al-Shabaab kontrolliert. Auch in Mogadischu ist eine Woche ohne Anschlag eine gute Woche, sagen die Menschen. Deshalb fliehen tausende Menschen aus Somalia. Doch für eine Flucht braucht man Geld. Die meisten Menschen haben das nicht. Und so ist selbst in Mogadischu etwas wie Alltag zu spüren. Ein Alltag unter ständiger Gefahr. Jeder, der auffällt, könnte entführt werden. Ob Politiker, Investor oder Ausländer, fast alle lassen sich von privaten Sicherheitsfirmen beschützen. Auch uns bleibt keine andere Wahl. Im Auffanglager für Rückkehrer aus Dadaab suchen wir nach Familie Adan. Gerade kommen wieder neue an. Die erste Mahlzeit nach 24 Stunden. Spaghetti ist auch in der ehemaligen italienischen Kolonie ein Nationalgericht. Amina Eden ist schon seit 2 Monaten mit ihrer Familie zurück aus Dadaab. Die Rückkehr sei schwierig, erzählt sie. Sie wartet vergeblich auf Essensrationen, die Vereinten Nationen ihnen für die ersten Monate versprochen hat. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren soll. Mit dem Geld, das wir bekommen haben, muss ich Miete bezahlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Wie ergeht es wohl Familie Adan? Von anderen Rückkehrern erfahren wir, dass sie bei Verwandten untergekommen sind. Das Viertel sei allerdings extrem unsicher, werden wir gewarnt. Eine Al-Shabaab-Hochburg mit dem Spitznamen Blutbad.
In dem Viertel liegen zerstörte Panzer aus dem Krieg gegen Al-Shabaab wie Trophäen. Wie um dem Staat zu zeigen, wir sind noch hier. In dieser Straße finden wir Mohammed Adan und seine Familie. Die Reise sei gut verlaufen, erzählen sie. Nur eng sei es jetzt. Gemeinsam mit der Familie der Schwester teilen sie sich zwei kleine Zimmer für 15 Personen. Dringend brauchen sie eine eigene Bleibe. Ihr Geld, eigentlich für die Existenzgründung gedacht, wird deshalb für die Miete draufgehen. Trotzdem, sie bereuen die Rückkehr nicht. Das ist meine Heimat. Allein deshalb ist es schon besser hier. Ich wollte nicht mehr als Gefangener und Fremder leben. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Sport und will einfach Teil einer Gesellschaft sein. Als Flüchtling bist du immer außen vor. Und dann bricht Mohammed Adan plötzlich unseren Dreh ab. Er habe Angst, sagt er. Ich kenne mich hier im Viertel nicht aus. Ich würde euch gerne weiter drehen lassen, aber ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Vater, der seine Familie beschützen will. Ich muss mir hier ein neues Leben aufbauen. Und mit Ausländern zu sprechen, kann bereits lebensgefährlich sein. Denn jeder, der Nachbar, selbst der eigene Bruder, könnte der Al-Shabaab-Miliz angehören und einen verpfeifen. Wie so oft schließen sich viele, vor allem junge Menschen, der Terrorgruppe an, weil sie sonst keine Alternative haben. Auch deshalb will Amina ihre Kinder unbedingt zur Schule schicken, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, sagt sie. Aber Bildung ist in Somalia Luxus. Selbst staatliche Schulen kosten. Der Schulleiter rechnet Amina vor, wie viel auf sie zukommt. Umgerechnet 500 Euro für ihre vier Kinder pro Jahr. Für die alleinerziehende Mutter ist es ein Schock. Und erst mal klar, sie kann die Kinder nicht anmelden. Ich bin traurig. Andere Kinder in meinem Alter können was lernen, aber ich nicht. Um die Stimmung etwas aufzuhellen, geht Amina mit den Kindern zum Strand von Mogadischu. Zum ersten Mal sehen sie das Meer. Zum ersten Mal liegt so etwas wie Freiheit in der Luft, so etwas wie Hoffnung. Das ist unsere Erde, unsere Heimat. Wir lieben unser Land und alles, worum wir beten, ist Frieden. Amina wird es schwer haben. Aber vielleicht gelingt es ihnen, einer neuen Generation, die sich die Heimat und ein normales Leben zurückholen will. Eritrea ist das Land in Afrika, aus dem die meisten Flüchtlinge nach Europa kommen. In der Regel erhalten Eritreer Asyl, denn ihr Land gilt als Diktatur, in der Menschenrechte nicht geachtet werden. Asmara, die Hauptstadt Eritreas. Überall Gebäude aus der italienischen Kolonialzeit. Kinos, Moscheen, eine futuristische Tankstelle. Am Sonntag gehen die Menschen nicht nur in die Kirche, sie frönen auch der sogenannten dritten Religion neben Islam und Christentum, dem Fahrradfahren. Fahrradfahren ist wie Atmen für mich. Es ist sauber in Asmara, kaum Verkehr, das Klima ist angenehm. Das ist also das sogenannte Nordkorea Afrikas. Eritreas Präsident Isaias Afewerki war mal ein Hoffnungsträger. Heute gilt er im Westen als einer der autoritärsten Staatschefs Afrikas. Wir werden im Außenministerium empfangen. Die internationale Gemeinschaft, vor allem die USA, kommen nicht gut weg bei dem Gespräch. Wir dürfen zwar drehen, aber als Interview dürfen wir die Unterhaltung nicht verwenden. Dass Eritrea als das Nordkorea Afrikas abgestempelt ist, sorgt für Empörung. Warum fliehen so viele Menschen? Dafür seien Europa und die USA verantwortlich. Sie zögen die Menschen weg. Auf die Kolonialzeit folgte ein 30-jähriger blutiger Krieg gegen Äthiopien. Viele Eritreer flohen damals ins Ausland. Nach der Unabhängigkeit 1993 kamen viele zurück. Damals wurde auch das Deutsch-Eritreische Zentrum gegründet für Rückkehrer aus Deutschland. Es gibt einen Kindergarten, der für alle offen ist. Robel Wolde Michael ist vor 20 Jahren zurückgekommen, um seine Heimat mit aufzubauen.
Er wünscht sich, dass nicht so viele junge Leute das Land verlassen. Wegflüchten ist keine Lösung. Ich orientiere mich mehr oder weniger an Deutschland. Ja, die Deutschen haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg ihr Land selbst aufgebaut. Ich kann viele Gründe vielleicht nachvollziehen. Aber wenn auch einige für eine Veränderung, sagen wir mal, eine Veränderung sein wollen, wer wird das für uns tun? Ich meine, wir sollen unser Schicksal in die Hand nehmen und selbst unser Land aufbauen. In der Sprachschule des Zentrums unterrichtet Alexander Sium Deutsch. Seine Schüler sind junge Eritreer, die sich für Deutschland interessieren, wie sie vorsichtig sagen. Drei der jungen Frauen sind mit Eritreern verheiratet, die in Deutschland leben. Deshalb dürfen sie bald ausreisen. Es ist ein sehr entwickeltes Land. Ich möchte mich dort weiterbilden und denke, ich kann dort besser leben als hier. Alexander Sium ist in Wuppertal aufgewachsen. Seit 10 Jahren lebt er wieder in Eritrea, fühlt sich aber als Deutscher. Für normale Eritreer ist es hier normal, hier so zu leben. Für mich ist das nicht normal. Wir sind ein anderes Leben aufgewachsen. Ich habe eine andere Mentalität, eine andere Denkweise, mehr demokratisch. Ne? Und einige Sachen muss man dulden. Zum Beispiel, dass es keine freie Presse gibt. Die Stadt ist zwar voll von Satellitenschüsseln, mit denen man internationale Sender uneingeschränkt empfangen kann, aber in Eritrea selbst gibt es nur eine Zeitung und einen staatlichen Sender. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt bei etwa 600 Euro. Weniger hat kaum jemand weltweit. In Asmara, der schönen Kulisse, herrscht extreme Armut. Ich versuche, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Das ist fast unmöglich, sobald die Kamera in der Nähe ist. Nicht mal etwas Unverfängliches wollen die Menschen mir offen erzählen. Ich habe das Gefühl, dass alle Angst haben. Aber nur deswegen geht hier keiner weg, sagen mir alle. Der Hauptgrund sei die wirtschaftliche Lage. Aber das dürfe man in Europa nicht sagen. In Eritrea selber wird kaum etwas produziert. Die Rohstoffe für die staatliche Brauerei werden importiert. Offiziell ist die Brauerei rund um die Uhr in Betrieb, trotz Wasser- und Stromknappheit. Es fällt auf, dass hier hauptsächlich alte Männer arbeiten. Männer, die nach unseren Maßstäben längst das Pensionsalter erreicht haben. Der Brauereimanager erzählt, warum es hier keine jungen Leute gibt. Die finden es hier nicht sonderlich attraktiv, weil unsere Gehälter so niedrig sind. In der Mälzerei sind ein paar Jüngere, aber wir mögen die Älteren auch. Sie sind besonders diszipliniert. Einen deutlich anderen Altersdurchschnitt gibt es bei dem Hemdenproduzenten Dolce Vita, der einzigen privaten Fabrik in Eritrea. In dem italienisch geführten Betrieb arbeiten über 500 Menschen. Sie verdienen mehr als der Durchschnitt. Auch Pietro Sambaiti kennt das Problem der Flüchtlinge. Immer wieder verschwinden Angestellte. Mit besseren Gehältern und Sozialleistungen will er versuchen, sie zu halten. Auch wenn er verstehen kann, dass so viele gehen. Zurzeit ändert sich hier nichts. Aber ich bin sicher, dass sich etwas ändern kann. Das Land braucht Hilfe und Vertrauen. Die europäischen Regierungen sollten ein bisschen offener sein. Andere Fälle in der ganzen Welt haben gezeigt, dass nur durch Entwicklung auch Demokratie kommt. Das kann man nicht erzwingen. Das Leben in Eritrea wirkt friedlich und oft heiter. Aber unter der heilen Oberfläche spüren und hören wir viel Verzweiflung und Resignation. Offen zugeben würde das keiner. Aber vermutlich haben auch während wir hier waren, wieder Hunderte das Land verlassen. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Die Ebola-Epidemie hat die Wirtschaft zusätzlich geschwächt. Wir treffen Bilal Kamara wieder. Seinen Fluchtversuch nach Europa hatte er abgebrochen.
Er ist nervös. Fast jeden Tag schreibt er eine Klausur. Vordiplom am Journalismus College von Freetown. Noch ein halbes Jahr zuvor hätte Bilal nie geglaubt, dass er jemals wieder studieren würde. Spenden von Zuschauern haben es ermöglicht. Die Zwischenprüfung ist gut gelaufen. Mein Traum ist wahr geworden. Was ich mir immer gewünscht habe, wird gerade Wirklichkeit. Ein bisschen schämt er sich noch immer, dass er es nicht bis Europa geschafft hat. Nur manchen seiner Freunde am College hat er von dem Fluchtversuch erzählt. Ganz schön tough, echt. Aber gar nicht so überraschend, denn die meisten in Afrika denken, hier kann man es nicht schaffen, sondern nur in Europa. Seine Familie hatte Bilal nicht eingeweiht, aus Angst, sie könnten ihn von dem Fluchtplan abbringen. Die Mutter und 5 seiner Schwestern leben wie er in der Hauptstadt Freetown. Ich war sehr traurig, als er weg war. Er hat nicht mal Tschüss gesagt. Er war einfach eines Tages verschwunden, völlig unerwartet. Das Geld fehlt der Familie, seit die Mutter ihre Arbeit während der Ebola-Krise verloren hatte. Mit Hilfe der Spenden für Bilal konnte sie ein kleines Geschäft mit selbstgebackenen Kuchen eröffnen. Das läuft ganz gut und die Familie schaut wieder zuversichtlicher nach vorne. Ich hatte damals keine Ahnung, wo Bilal sein könnte. Er hatte niemandem etwas erzählt. Er ist ja mitten während der Ebola-Epidemie verschwunden. Ich dachte manchmal, er sei tot. In Sierra Leone hatte Bilal Anfang 2015 keine Perspektive mehr für sich gesehen. Die Mutter konnte sein Studium nicht mehr bezahlen, also hing er rum, wie so viele andere. Wenn man hier arm ist, wird man immer ärmer. Die Reichen werden immer reicher. Meine Familie war schon immer arm und daran hat sich in meinen 23 Lebensjahren nichts geändert. Sierra Leone hatte sich noch nicht von einem blutigen Bürgerkrieg erholt, als die Ebola-Epidemie den nächsten Rückschlag brachte. Wir haben in unserem Land einfach keine Jobs. Ich bin eigentlich Schneider, aber ich fege nur die Straße. Das würde ich lieber in Europa machen, da würde ich wenigstens Geld dafür bekommen. Bilal wohnt nun zum ersten Mal in seinem Leben alleine. Das ist mein Zuhause. Er genießt es zu lernen und ist dankbar für die finanzielle Unterstützung, die ihm eine Zukunft ermöglicht. Noch einmal würde er die Flucht nach Europa nicht wagen. Wenn meine Freunde mir erzählen, dass sie auch weg wollen, rate ich ihnen davon ab. Wenn, dann sollten sie es mit einem Visum versuchen. Aber der Trip durch die Wüste ist zu gefährlich. Ich habe so viele Skelette und Leichen gesehen. Es ist einfach viel zu unsicher. Ob Sierra Leone oder ein anderes Land. Zweifel an einer Zukunft in Afrika, auf ihrem Kontinent, hegen hunderttausende junge Menschen. Und nicht für alle gibt es ein Happy End, wie für Bilal. Am liebsten möchte Memuna wieder nach Hause. Ihre Familie lebt eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt im Norden Ghanas. Erst nach einem halben Jahr kommt Memuna wieder zu Besuch. Nur ihr Sohn ist da, als sie abends ankommt. Den Hof so zu sehen, macht mich traurig. Wenn ich hier wäre, würde jetzt schon ein Feuer brennen. Ich hätte sauber gemacht und am Rauch über der Feuerstelle würden die Leute sehen, dass hier eine Frau im Haus ist. Eine überschwängliche Begrüßung nach unseren Vorstellungen sieht anders aus. Die Kinder knien zum Zeichen des Respekts vor der Mutter nieder. Die Yams, die Memunas Mann erntet, sind nicht einmal halb so groß wie die, die seine Frau für andere Leute schleppt. Und bei Sojabohnen, Mais und Erdnüssen sieht es noch schlimmer aus. Das Grün trügt, es ist Unkraut. Alle anderen Pflanzen sind in diesem Jahr vertrocknet, weil der Regen zu spät kam. Seit etwa 10 Jahren geht das so.
Als ich ein Kind war, konnten wir uns auf die Regenzeiten verlassen und der Boden war fruchtbar. Die Ernten waren immer gut, aber jetzt muss ich so viel Geld in die Farm stecken und düngen. Aber selbst dann, auf den Regen ist kein Verlass. Zurück im Dorf ist der Klimawandel das alles beherrschende Thema. Jeder hier leidet darunter. Bald muss auch Memuna deshalb zurück in den Süden, nach Accra, Geld verdienen als Lastenträgerin. Wenn ich daran denke, wie schwer ich dort arbeite und was am Ende übrig bleibt, dann lohnt es sich eigentlich nicht. Ich leide mehr, als ich verdiene. Am liebsten würde Memuna einfach bei ihrer Familie bleiben, wenn es nur nicht so hoffnungslos wäre. Kenia in Ostafrika ist ein Land, das Hunderttausende Flüchtlinge aus Nachbarländern beherbergt. Die Kenianer selbst sind meist heimatverbunden, auch wenn sie nicht viel haben. Kangemi ist eines dieser typischen Armenviertel in Kenias Hauptstadt Nairobi. Wellblechhütten, keine Kanalisation. Wer keinen Job hat, zum Beispiel bei Leuten in einem wohlhabenden Viertel, versucht trotzdem, sich über Wasser zu halten, so gut es eben geht. Sitzen Sie hier auf gepackten Koffern? Was denken Sie hier über Europa? Skola muss täglich Wasserkanister schleppen, wie alle in Kangemi. Fließendes Wasser in den Häusern gibt es nicht. Skola arbeitet für eine Familie im reichen Viertel. Heute hat sie frei. 6 Kinder hat sie. Die kleine Fahrt durch die Wüste ist er von Kriminellen verprügelt worden. In Libyen hat er 500 Euro für einen Platz auf einem Flüchtlingsboot bezahlt. Der Schlepper verschwand mit dem Geld. Bilal war verzweifelt. Dann kamen die Nachrichten von den vielen Toten auf dem Meer. Bilal hatte genug und kehrte um. Ich habe viel Geld verloren. Ich hatte oft kaum was zu essen. Es war die Hölle. Ich habe vieles zu Hause vermisst. Alles war schwierig. Was hat er am meisten vermisst? Meine Mutter. Mit ihr jeden Abend zusammen zu essen. Bilal fährt jetzt nach Hause, nach Sierra Leone, in eine ungewisse Zukunft. Geld, um weiter zu studieren, hat er nicht. In Europa, so sagt er, könne es doch gar nicht so schwer sein wie in Afrika. Hier sei vieles einfach unmöglich. Dass wir ihn in Sierra Leone wiedersehen werden, ahnen zu diesem Zeitpunkt weder er noch wir. Nigeria. Seit Jahren terrorisiert hier die radikal-islamische Boko Haram-Miliz die Bevölkerung. Vor allem im Nordosten des Landes. Mehr als 1 Million Menschen sind vor deren Gewalt bereits geflohen. Die meisten von ihnen innerhalb Nigerias. Wir sind in Yola. Die Stadt ist übervoll mit Vertriebenen. Mit Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben. Menschen, die außer einer dürftigen Lebensmittelration vom Staat nichts mehr haben. So wie Fidelia Joseph. Doch selbst dieses bisschen, sagt sie, kann man teilen. Fidelia hat den kleinen Clemens aufgenommen. Zusammen mit ihren eigenen 6 Kindern leben sie im Badezimmer einer ehemaligen Militärakademie. Clemens ist 10 Jahre alt. Vor 2 Monaten haben Boko Haram-Kämpfer sein Dorf angegriffen, seine Eltern und die Großmutter getötet. Er hat sich im Wald versteckt, 4 Wochen lang. Keiner weiß genau, wie er dort überlebt hat. Er redet nicht drüber. Das, was sie alle hier durchgemacht haben, sagt Fidelia, diesen Albtraum könne man gar nicht in Worte fassen. Es war schrecklich. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Sie haben meinen Mann vor meinen Augen umgebracht. Andern haben sie die Söhne und Töchter entführt. Jetzt helfen wir einander, sagt Fidelia, weil uns sonst keiner hilft. Ich sage mir, was, wenn deine Kinder an seiner Stelle wären? Ich finde aber nichts Falsches dran, wenn junge Afrikaner nach Europa wollen. Die wollen halt dahin, wo das Gras grüner ist. Hier in Kenia haben wir viele Arbeitslose.
20 kenianische Schillinge kostet so eine Suppe, umgerechnet 20 Euro Cent. Für viele hier in Kangemi immer noch zu teuer. Also kochen sie selbst, so wie der Student Saidi, der sich mittags sein Sukuma Wiki holt, eine kenianische Spinatvariante. Wie hält er es mit Europa? Es gibt hier, meint er, eine Menge Vorurteile gegenüber den Europäern. Viele Leute hier finden Europäer barsch und abweisend. Aber das stimmt ja nicht. Ihr seid ja auch nett. Naja, und jeder lebt eben nach seinen Möglichkeiten. Es ist nur halt so, dass viele Menschen in Nairobi ein drittklassiges Leben führen. Und die trotzdem nicht nach Europa wollen. Kangemi ist ein ganz normales Armenviertel in einer afrikanischen Großstadt. Mit Menschen, die versuchen, ihren Alltag zu meistern. Die ihre Träume haben. Von einem Häuschen in ihrer Heimat Kenia. Und die lieber bleiben, als sich auf die riskante Reise nach Europa zu machen. Kenia selbst ist Zufluchtsort für Hunderttausende Flüchtlinge aus Afrika. Die meisten von ihnen leben im Flüchtlingscamp Dadaab an der somalischen Grenze. Mitten im kenianischen Niemandsland liegt es, Dadaab, einer der größten Flüchtlingslager der Welt. Etwa 350.000 Menschen leben hier, die meisten von ihnen sind Somalier. So wie Mohamed Hussein. Vor 5 Jahren ist er wegen des Bürgerkriegs und der Hungersnot in Somalia hierher geflohen. 2 seiner Kinder haben damals den langen Fußmarsch nicht überlebt. Jetzt hausen sie in dieser Hütte, eher ohne Arbeit und angewiesen auf dürftige Essensrationen. Es ist sehr schwer, Jahr um Jahr hier zu sitzen und abhängig davon zu sein, dass Fremde dir helfen. Aber in unserem Heimatland herrscht Krieg, wir haben keine Wahl. Doch auch hier in Dadaab seien sie nicht sicher, Terroristen der Al-Shabaab-Miliz würden sich hier verstecken. Die kenianische Regierung droht deshalb damit, das Camp zu schließen und die Menschen zurück nach Somalia abzuschieben. Seit 24 Jahren gibt es das Camp schon. In vielen Ecken sieht es mehr wie eine somalische Stadt aus und nicht wie ein Flüchtlingslager. Auf dem Markt beispielsweise, von Kosmetik bis Elektronik, gehandelt wird mit allem. Einige Flüchtlinge leben ganz gut davon. Abdullahi Salah hat hier einen Schreibwarenladen. Der 20-Jährige ist in Dadaab geboren, hat das Camp noch nie verlassen. Zurück nach Somalia, das sei ein wochenlang Wüste, zwischendurch Gefängnis, Hunger, Durst. Schlimm war für Samakund vor allem das Gefühl, versagt zu haben, eine Schande für die Familie zu sein. Mir tut es nur leid für ihn, dass er so gelitten hat unterwegs und das alles für nichts. Dass er es in Europa geschafft hätte und dann mit viel Geld zurückgekommen wäre, das hätte ich ihm gewünscht. Seit ein paar Tagen hat Samakun endlich Arbeit. Er macht Botengänge für ein Büro in Bamako. Kein Traumjob, aber immer noch besser als der Albtraum Hoffnungslosigkeit. Zurück in Gao. Wir treffen Bilal wieder. Bei ihm gibt es eine überraschende Wendung. Er will nicht mehr nach Europa, sondern nach Hause. 2 Monate zuvor war er schon mal in Gao, damals auf dem Weg nach Italien. Aber auf der Fahrt durch die Wüste ist er von Kriminellen verprügelt worden. In Libyen hat er 500 Euro für einen Platz auf einem Flüchtlingsboot bezahlt. Der Schlepper verschwand mit dem Geld. Bilal war verzweifelt. Dann kamen die Nachrichten von den vielen Toten auf dem Meer. Bilal hatte genug und kehrte um. Ich habe viel Geld verloren. Ich hatte oft kaum was zu essen. Es war die Hölle. Ich habe vieles zu Hause vermisst. Alles war schwierig. Was hat er am meisten vermisst? Meine Mutter. Mit ihr jeden Abend zusammen zu essen. Bilal fährt jetzt nach Hause, nach Sierra Leone, in eine ungewisse Zukunft. Geld, um weiter zu studieren, hat er nicht. In Europa, so sagt er, könne es doch gar nicht so schwer sein wie in Afrika. Hier sei vieles einfach unmöglich. Dass wir ihn in Sierra Leone wiedersehen werden, ahnen zu diesem Zeitpunkt weder er
noch wir. Nigeria. Seit Jahren terrorisiert hier die radikal-islamische Boko Haram-Miliz die Bevölkerung. Vor allem im Nordosten des Landes. Mehr als 1 Million Menschen sind vor deren Gewalt bereits geflohen. Die meisten von ihnen innerhalb Nigerias. Wir sind in Yola. Die Stadt ist übervoll mit Vertriebenen. Mit Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben. Menschen, die außer einer dürftigen Lebensmittelration vom Staat nichts mehr haben. So wie Fidelia Joseph. Doch selbst dieses bisschen, sagt sie, kann man teilen. Fidelia hat den kleinen Clemens aufgenommen. Zusammen mit ihren Eigenentwicklungen auch Demokratie kommt. Das kann man nicht erzwingen. Das Leben in Eritrea wirkt friedlich und oft heiter. Aber unter der heilen Oberfläche spüren und hören wir viel Verzweiflung und Resignation. Offen zugeben würde das keiner. Aber vermutlich haben auch während wir hier waren, wieder Hunderte das Land verlassen. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Die Ebola-Epidemie hat die Wirtschaft zusätzlich geschwächt. Wir treffen Bilal Kamara wieder. Seinen Fluchtversuch nach Europa hatte er abgebrochen. Er ist nervös. Fast jeden Tag schreibt er eine Klausur. Vordiplom am Journalismus-College von Freetown. Noch ein halbes Jahr zuvor hätte Bilal nie geglaubt, dass er jemals wieder studieren würde. Spenden von Zuschauern haben es ermöglicht. Die Zwischenprüfung ist gut gelaufen. Mein Traum ist wahr geworden. Was ich mir immer gewünscht habe, wird gerade Wirklichkeit. Ein bisschen schämt er sich noch immer, dass er es nicht bis Europa geschafft hat. Nur manchen seiner Freunde am College hat er von dem Fluchtversuch erzählt. Ganz schön tough, echt. Aber gar nicht so überraschend, denn die meisten in Afrika denken, hier kann man es nicht schaffen, sondern nur in Europa. Seine Familie hatte Bilal nicht eingeweiht, aus Angst, sie könnten ihn von dem Fluchtplan abbringen. Die Mutter und 5 seiner Schwestern leben wie er in der Hauptstadt Freetown. Ich war sehr traurig, als er weg war. Er hat nicht mal Tschüss gesagt. Er war einfach eines Tages verschwunden, völlig unerwartet. Das Geld fehlt der Familie, seit die Mutter ihre Arbeit während der Ebola-Krise verloren hatte. Mit Hilfe der Spenden für Bilal konnte sie ein kleines Geschäft mit selbstgebackenen Kuchen eröffnen. Das läuft ganz gut und die Familie schaut wieder zuversichtlicher nach vorne. Ich hatte damals keine Ahnung, wo Bilal sein könnte. Er hatte niemandem etwas erzählt. Er ist ja mitten während der Ebola-Epidemie verschwunden. Ich dachte manchmal, er sei tot. In Sierra Leone hatte Bilal Anfang 2015 keine Perspektive mehr für sich gesehen. Die Mutter konnte sein Studium nicht mehr bezahlen, also hing er rum, wie so viele andere. Wenn man hier arm ist, wird man immer ärmer. Die Reichen werden immer reicher. Meine Familie war schon immer arm und daran hat sich in meinen 23 Lebensjahren nichts geändert. Sierra Leone hatte sich noch nicht von einem blutigen Bürgerkrieg erholt, als die Ebola-Epidemie den nächsten verbleiben, als sich auf die riskante Reise nach Europa zu machen. Kenia selbst ist Zufluchtsort für Hunderttausende Flüchtlinge aus Afrika. Die meisten von ihnen leben im Flüchtlingscamp Dadaab an der somalischen Grenze. Mitten im kenianischen Niemandsland liegt es, Dadaab, einer der größten Flüchtlingslager der Welt. Etwa 350.000 Menschen leben hier, die meisten von ihnen sind Somalier. So wie Mohamed Hussein. Vor 5 Jahren ist er wegen des Bürgerkriegs und der Hungersnot in Somalia hierher geflohen. 2 seiner Kinder haben damals den langen Fußmarsch nicht überlebt. Jetzt hausen sie in dieser Hütte, eher ohne Arbeit und angewiesen auf dürftige Essensrationen. Es ist sehr schwer, Jahr um Jahr hier zu sitzen und abhängig davon zu sein, dass Fremde dir helfen. Aber in unserem Heimatland herrscht Krieg, wir haben keine Wahl. Doch auch hier in Dadaab seien sie nicht sicher. Terroristen der Al-Shabaab-Miliz würden sich hier verstecken.
Die kenianische Regierung droht deshalb damit, das Camp zu schließen und die Menschen zurück nach Somalia abzuschieben. Seit 24 Jahren gibt es das Camp schon. In vielen Ecken sieht es mehr wie eine somalische Stadt aus und nicht wie ein Flüchtlingslager. Auf dem Markt beispielsweise, von Kosmetik bis Elektronik, gehandelt wird mit allem. Einige Flüchtlinge leben ganz gut davon. Abdullahi Salah hat hier einen Schreibwarenladen. Der 20-Jährige ist in Dadaab geboren, hat das Camp noch nie verlassen. Zurück nach Somalia, das sei einfach keine Option. Wenn die kenianische Regierung uns von hier hinauswirft, dann werden sich bestimmt einige auf den Weg nach Europa machen, mit den Booten und vielleicht im Meer ertrinken. Hier in Dadaab würden sie wenigstens überleben, könnten ihre Kinder zur Schule gehen. Wir können nicht in unser Land zurück. Ohne Frieden gibt es kein Leben, keine Wirtschaft. Wir können dort nicht existieren. Doch seit kurzem gibt es sie tatsächlich, Familien, die es wagen. Zurück in die Heimat nach Somalia, in ein Bürgerkriegsland. So wie Familie Adan. 8 Jahre haben sie hier gelebt. 8 Jahre müssen jetzt in 2 Koffer passen. Ich freue mich sehr, zurückzukehren. Manche unserer Nachbarn machen sich Sorgen um uns, weil der Konflikt in Somalia noch nicht vorbei ist. Aber wir freuen uns. Alles, was nicht reinpasst, wird verkauft oder verschenkt. So wie das Bett, ein echtes Luxusgut im Camp. Der älteste Sohn macht sich schon mal schick mit verdünnter Schuhcreme. Krieg gegen Äthiopien. Viele Eritreer flohen damals ins Ausland. Nach der Unabhängigkeit 1993 kamen viele zurück. Damals wurde auch das Deutsch-Eritreische Zentrum gegründet, für Rückkehrer aus Deutschland. Es gibt einen Kindergarten, der für alle offen ist. Robel Wolde Michael ist vor 20 Jahren zurückgekommen, um seine Heimat mit aufzubauen. Er wünscht sich, dass nicht so viele junge Leute das Land verlassen. Wegflüchten ist keine Lösung. Ich orientiere mich mehr oder weniger an Deutschland. Ja, die Deutschen haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg ihr Land selbst aufgebaut. Ich kann viele Gründe vielleicht nachvollziehen. Aber wenn auch einige für eine Veränderung, sagen wir mal, eine Veränderung sein wollen, wer wird das für uns tun? Ich meine, wir sollen unser Schicksal in die Hand nehmen und selbst unser Land aufbauen. In der Sprachschule des Zentrums unterrichtet Alexander Sium Deutsch. Seine Schüler sind junge Eritreer, die sich für Deutschland interessieren, wie sie vorsichtig sagen. 3 der jungen Frauen sind mit Eritreern verheiratet, die in Deutschland leben. Deshalb dürfen sie bald ausreisen. Es ist ein sehr entwickeltes Land. Ich möchte mich dort weiterbilden und denke, ich kann dort besser leben als hier. Alexander Sium ist in Wuppertal aufgewachsen. Seit 10 Jahren lebt er wieder in Eritrea, fühlt sich aber als Deutscher. Für normale Eritreer ist es hier normal, hier so zu leben. Für mich ist das nicht normal. Wir sind ein anderes Leben aufgewachsen. Ich habe eine andere Mentalität, eine andere Denkweise, mehr demokratisch. Ne? Und einige Sachen muss man dulden. Zum Beispiel, dass es keine freie Presse gibt. Die Stadt ist zwar voll von Satellitenschüsseln, mit denen man internationale Sender uneingeschränkt empfangen kann, aber in Eritrea selbst gibt es nur eine Zeitung und einen staatlichen Sender. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt bei etwa 600 Euro. Weniger hat kaum jemand weltweit. In Asmara, der schönen Kulisse, herrscht extreme Armut. Ich versuche, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Das ist fast unmöglich, sobald die Kamera in der Nähe ist. Nicht mal etwas Unverfängliches wollen die Menschen mir offen erzählen. Ich habe das Gefühl, dass alle Angst haben. Aber nur deswegen geht hier keiner weg, sagen mir alle. Der Hauptgrund sei die wirtschaftliche Lage. Aber das dürfe man in Europa nicht sagen. In Eritrea selber wird kaum etwas produziert. Brauchen sie eine eigene Bleibe. Ihr Geld, eigentlich für die Existenzgründung gedacht, wird deshalb für die Miete draufgehen.
Trotzdem, sie bereuen die Rückkehr nicht. Das ist meine Heimat. Allein deshalb ist es schon besser hier. Ich wollte nicht mehr als Gefangener und Fremder leben. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Sport und will einfach Teil einer Gesellschaft sein. Als Flüchtling bist du immer außen vor. Und dann bricht Mohammed Adan plötzlich unseren Dreh ab. Er habe Angst, sagt er. Ich kenne mich hier im Viertel nicht aus. Ich würde euch gerne weiterdrehen lassen, aber ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Vater, der seine Familie beschützen will. Ich muss mir hier ein neues Leben aufbauen. Und mit Ausländern zu sprechen, kann bereits lebensgefährlich sein. Denn jeder, der Nachbar, selbst der eigene Bruder, könnte der Al-Shabaab-Miliz angehören und einen verpfeifen. Wie so oft schließen sich viele, vor allem junge Menschen, der Terrorgruppe an, weil sie sonst keine Alternative haben. Auch deshalb will Amina ihre Kinder unbedingt zur Schule schicken, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, sagt sie. Aber Bildung ist in Somalia Luxus. Selbst staatliche Schulen kosten. Der Schulleiter rechnet Amina vor, wie viel auf sie zukommt. Umgerechnet 500 Euro für ihre 4 Kinder pro Jahr. Für die alleinerziehende Mutter ist es ein Schock. Und erst mal klar, sie kann die Kinder nicht anmelden. Ich bin traurig. Andere Kinder in meinem Alter können was lernen, aber ich nicht. Um die Stimmung etwas aufzuhellen, geht Amina mit den Kindern zum Strand von Mogadischu. Zum ersten Mal sehen sie das Meer. Zum ersten Mal liegt so etwas wie Freiheit in der Luft, so etwas wie Hoffnung. Das ist unsere Erde, unsere Heimat. Wir lieben unser Land und alles, worum wir beten, ist Frieden. Amina wird es schwer haben. Aber vielleicht gelingt es ihnen, einer neuen Generation, die sich die Heimat und ein normales Leben zurückholen will. Eritrea ist das Land in Afrika, aus dem die meisten Flüchtlinge nach Europa kommen. In der Regel erhalten Eritreer Asyl, denn ihr Land gilt als Diktatur, in der Menschenrechte nicht geachtet werden. Asmara, die Hauptstadt Eritreas. Überall Gebäude aus der italienischen Kolonialzeit. Kinos, Moscheen, eine futuristische Tankstelle. Am Sonntag gehen die Menschen nicht nur in die Gier, geht es wohl Familie Adan. Von anderen Rückkehrern erfahren wir, dass sie bei Verwandten untergekommen sind. Das Viertel sei allerdings extrem unsicher, werden wir gewarnt. Eine Al-Shabaab-Hochburg mit dem Spitznamen Blutbad. In dem Viertel liegen zerstörte Panzer aus dem Krieg gegen Al-Shabaab wie Trophäen. Wie um dem Staat zu zeigen, wir sind noch hier. In dieser Straße finden wir Mohammed Adan und seine Familie. Die Reise sei gut verlaufen, erzählen sie. Nur eng sei es jetzt. Gemeinsam mit der Familie der Schwester teilen sie sich 2 kleine Zimmer für 15 Personen. Dringend brauchen sie eine eigene Bleibe. Ihr Geld, eigentlich für die Existenzgründung gedacht, wird deshalb für die Miete draufgehen. Trotzdem, sie bereuen die Rückkehr nicht. Das ist meine Heimat. Allein deshalb ist es schon besser hier. Ich wollte nicht mehr als Gefangener und Fremder leben. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Sport und will einfach Teil einer Gesellschaft sein. Als Flüchtling bist du immer außen vor. Und dann bricht Mohammed Adan plötzlich unseren Dreh ab. Er habe Angst, sagt er. Ich kenne mich hier im Viertel nicht aus. Ich würde euch gerne weiterdrehen lassen, aber ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Vater, der seine Familie beschützen will. Ich muss mir hier ein neues Leben aufbauen. Und mit Ausländern zu sprechen, kann bereits lebensgefährlich sein. Denn jeder, der Nachbar, selbst der eigene Bruder, könnte der Al-Shabaab-Miliz angehören und einen verpfeifen. Wie so oft schließen sich viele, vor allem junge Menschen, der Terrorgruppe an, weil sie sonst keine Alternative haben. Auch deshalb will Amina ihre Kinder unbedingt zur Schule schicken, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, sagt sie. Aber Bildung ist in Somalia Luxus. Selbst staatliche Schulen kosten.
Der Schulleiter rechnet Amina vor, wie viel auf sie zukommt. Umgerechnet 500 Euro für ihre 4 Kinder pro Jahr. Für die alleinerziehende Mutter ist es ein Schock. Und erst mal klar, sie kann die Kinder nicht anmelden. Ich bin traurig. Andere Kinder in meinem Alter können was lernen, aber ich nicht. Um die Stimmung etwas aufzuhellen, geht Amina mit den Kindern zum Strand von Mogadischu. Zum ersten Mal sehen sie das Meer. Zum ersten Mal liegt so etwas wie Freiheit in der Luft, so etwas wie Hoffnung. Das ist unsere Erde, unsere Heimat. Wir lieben unser Land und alles, worum wir beten, ist Frieden. Amina wird es schwer haben. Aber noch ein halbes Jahr zuvor hätte Bilal nie geglaubt, dass er jemals wieder studieren würde. Spenden von Zuschauern haben es ermöglicht. Die Zwischenprüfung ist gut gelaufen. Mein Traum ist wahr geworden. Was ich mir immer gewünscht habe, wird gerade Wirklichkeit. Ein bisschen schämt er sich noch immer, dass er es nicht bis Europa geschafft hat. Nur manchen seiner Freunde am College hat er von dem Fluchtversuch erzählt. Ganz schön tough, echt. Aber gar nicht so überraschend, denn die meisten in Afrika denken, hier kann man es nicht schaffen, sondern nur in Europa. Seine Familie hatte Bilal nicht eingeweiht, aus Angst, sie könnten ihn von dem Fluchtplan abbringen. Die Mutter und 5 seiner Schwestern leben wie er in der Hauptstadt Freetown. Ich war sehr traurig, als er weg war. Er hat nicht mal Tschüss gesagt. Er war einfach eines Tages verschwunden, völlig unerwartet. Das Geld fehlt der Familie, seit die Mutter ihre Arbeit während der Ebola-Krise verloren hatte. Mit Hilfe der Spenden für Bilal konnte sie ein kleines Geschäft mit selbstgebackenen Kuchen eröffnen. Das läuft ganz gut und die Familie schaut wieder zuversichtlicher nach vorne. Ich hatte damals keine Ahnung, wo Bilal sein könnte. Er hatte niemandem etwas erzählt. Er ist ja mitten während der Ebola-Epidemie verschwunden. Ich dachte manchmal, er sei tot. In Sierra Leone hatte Bilal Anfang 2015 keine Perspektive mehr für sich gesehen. Die Mutter konnte sein Studium nicht mehr bezahlen, also hing er rum, wie so viele andere. Wenn man hier arm ist, wird man immer ärmer. Die Reichen werden immer reicher. Meine Familie war schon immer arm und daran hat sich in meinen 23 Lebensjahren nichts geändert. Sierra Leone hatte sich noch nicht von einem blutigen Bürgerkrieg erholt, als die Ebola-Epidemie den nächsten Rückschlag brachte. Wir haben in unserem Land einfach keine Jobs. Ich bin eigentlich Schneider, aber ich fege nur die Straße. Das würde ich lieber in Europa machen, da würde ich wenigstens Geld dafür bekommen. Bilal wohnt nun zum ersten Mal in seinem Leben alleine. Das ist mein Zuhause. Er genießt es zu lernen und ist dankbar für die finanzielle Unterstützung, die ihm eine Zukunft ermöglicht. Noch einmal würde er die Flucht nach Europa nicht wagen. Wenn meine Freunde mir erzählen, dass sie auch weg wollen, rate ich ihnen davon ab. Wenn, dann sollten sie es mit einem Visum versuchen. Aber der Trip durch die Wüste ist zu gefährlich. Ich habe so viele Skelette und Leichen gesehen. Es ist einfach viel zu unsicher.